Alright. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Future Perfect Channel. In der heutigen Folge von FP Trink werfen wir einen Blick auf das von euch gewählte, ja, kann man sagen, meistgetrunkene Pils Deutschlands. Kann man das sagen? Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall eines der meistgetrunkenen Biere überhaupt in Deutschland. Wir werfen heute einen Blick auf, Bierdeckel weg, auf Veltins Pils. Ja, das Bier, das eigentlich jeder kennen sollte, aufgrund der vielen Werbeschaltungen, aufgrund der vielen Werbungen, im TV, aber auch in Zeitungen. Und da muss ich direkt sagen, das hier ist das Lieblingspilz, das meistgetrunkene Pilz meines Vaters. Und da muss ich direkt sagen, wir beide, wir haben in Sachen Weizen den gleichen Geschmack. Wir beide haben als Lieblingsweizenbier Erdinger. Aber heute werden wir rausfinden, ob wir auch in Sachen Pilz denselben Geschmack haben. Und ich glaube, da gibt es einige Bedenken. Aber weiteres folgt. Veltins hat einen durchschnittlichen Alkoholanteil von 4,8% und liegt damit im absoluten Mittelfeld von durchschnittlichen Bieren Pilsener Brauart. Es folgt natürlich, wie jedes deutsche Bier, dem deutschen Reinheitsgebot und sollte daher nicht nach Pisse schmecken. Wie eigentlich kein deutsches Bier, das ich kenne, nicht mehr Oettinger. Schmeckt nach Pisse meiner Meinung nach. Es gibt genügend ausländische Biere, die richtig nach Scheiße schmecken. Fangen wir einfach mal an, trinken wir mal einen Schluck. Was gibt es da noch viel zu sagen? Seit wann wird es gebraut? Interessiert eigentlich keiner sauer, aber seit 1824. Ja, da müssen die Macher von Pils eigentlich viel Erfahrung haben. Was ich getrunken habe, ist V+, Cola, Lemon und Energy oder Coruba, keine Ahnung, Power Foods habe ich getrunken. Aber die V-Plus-Sorten sind vor allem für Jugendliche sehr gut geeignet, weil sie auch relativ süß sind im Vergleich zu anderen Biermixen. Aber wir werfen mal besser einen Blick auf das Original, auf Veltins Pils. Prost! Sehr erfrischend auf jeden Fall, da kann man nicht viel sagen. Aber ich habe ein Problem mit Veltins, dass ich von anderen Bierarten wie Bitburger, Kronbacher, Becks oder mein favorisiertes Warsteiner unterscheidet. Und das ist der ein bisschen bittere Nachgeschmack, den ich damit habe, der bei Becks oder Bitburger nicht vorhanden ist, muss ich sagen. Und der missfällt mir ein kleines bisschen. Es hat echt eine bittere Note im Abgang und die schmeckt mir nicht immer. Es ist ein gutes Bier, keine Frage, es ist erfrischend, ihr könnt es ruhig trinken und ich trinke es auch hier und da mal ganz gern auf zu guten Anlässen, auf Partys, auf Feiern. Aber ich muss sagen, es gibt Biere, die mir deutlich mehr gefallen. Bitburger und vor allem Warsteiner. Oder vor allem, was gibt es noch für gute Biere? Mal abseits von den Massenprodukten, Köstritzer natürlich, aber wir sind ja jetzt hier beim Pilz, wir sind nicht beim Schwarzbier. Was kann man also schlussendlich geben? Es ist ein Bier, das sich klar an die Masse richtet, weil es natürlich sehr, sehr oft gezapft und sehr, sehr oft getrunken wird. Es ist eben ein sehr starkes Bier für die Massen, auch ein gutes Bier, kein schlechtes Bier. Allerdings, der Abgang, der hätte besser sein können. Vor allem bei Bitburger sieht man das deutlich besser. Bitburger gefällt mir sehr gut. Womit ich das vergleichen könnte, Veltins hat viel mit Kronbacher gemeinsam. Das hat auch so einen leicht bitteren Abgang, den mir persönlich nicht gefällt. Aber er ist erfrischend. Er ist richtig erfrischend. Und deswegen bin ich bereit, diesem Bier eine 7,5 von 10 Punkten zu geben. 7,5 von 10 Punkte ist in einem guten Feld. Nicht im Mittelfeld, nicht überragend, aber auf jeden Fall ein Bier, das man getrunken haben sollte. Nicht, weil es einfach meist getrunken wird, weil es einfach sehr oft getrunken wird, sondern weil es was hat. Der Nachgeschmack, der zieht es ein bisschen runter, aber es ist ein gutes Bier, man kann es trinken. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Veltins, man muss es einfach mal getrunken haben, weil es, gerade weil es einfach ein sehr oft getrunkenes Bier ist. Man wird es wahrscheinlich schon mal getrunken haben. Ich meine, so sehr wie das präsent ist, wird man das kaum verhindern können. Wenigstens es zu probieren, das wird man kaum verhindern können. Und mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen. Ja, Veltins Pils, 7,5 von 10 Punkte. Das war das neue Video auf dem Future Perfect Channel. Ich werde wieder eine Umfrage stellen auf Facebook, die euch die Möglichkeit geben wird, abzustimmen, welches Bier als nächstes kommt. Bis dahin, wir sehen uns, auf Wiedersehen.